Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Trouble in Terrorist Town. Ich bin End of Fenugino. Dabei haben wir die übliche Truppe, also Juli und Charlie, hey. Dennis und hallo. Hi. Den Ben. Ich finde das nicht lustig, dass ich die Shotgun nicht gekriegt habe. Benno. Das ist absolut keine Map für eine Rifle. Das stimmt. Ja, nein, die Rifle ist da echt irgendwie voll so ein Witz. Ja. Das ist Charlie. Ich kann auf Nahkampf mit der Rifle überhaupt nicht umgehen. Kein Kleiner, ja, das ist die Rifle auch nicht da. Warum kann ich liegen? Ja. Wo bist du denn? Weggelaufen. Na gut. Ich dachte, ich wäre so freundlich und kann dir aber mal meine Shotgun geben. Aber nein. Meinst du die du mir vor der Nase geklaut hast? Ja. Ey. Hi. Also entweder gefällt mir jetzt meine Shotgun oder gefällt mir nicht, wie die beiden mich einfach nur stumm angst haben. Ey, schieß auf mich, jetzt sind meine Trailer. Wer? Wieso beide? Weg da, hau ab. Oh. Wer? Ich dachte, du wärst gestorben. Ja, Benny? Deswegen müssen auch das so fröhlich werden. Ich will aber die Shotgun haben, Mann! Nein, ja, hau ab! Lebt noch. Ah, meine Maus, nein! Enno! Du dreckige. Ich bin so nicht, ich hab nicht auf dich geschossen, doch vorhin. Das ist unfair, Mann! Ich kann mit der Waffe nicht umgehen. Das ist sowas von deine Schuld, Enno. Mein Enno, das ist deine Schuld. Dennis? Ja, ich lebe noch. Der lebt noch. Benny? Nein! Kisses. Damn it! Enno? Ja, Liebling. Mach das nicht nochmal. Wieso gibst du mir nicht die Waffe und schießt später auf ihn? Ganz einfach, weil er eine Shotgun hatte. Ja, schon, aber das ist. Warum habe ich Schaden genommen, als ich gekommen bin? Nein, ich habe eine. Okay. Unten liegt noch einer auf dem Fußboden. Da liegen sogar noch zwei auf dem Fußboden. Die habe ich runtergeschlagen, damit ich eine krieg. Oh Mann, das war eine Scheißrunde. Aber echt mal, das war mega verdächtig, wie ihr beiden da steht. Ja, ich dachte ja auch, du wärst gestorben, sonst wäre ich. So, jetzt hab ich zwar eine Shotgun, aber keine Munition. Ist das nicht schön? Charlie. Oh. Juli, Charlie, willst du ein bisschen was abhaben? Ja. Wo bist du denn? Ja, ich noch am Anfang. Okay, ich komm zurück. Wow! Was war das denn? Nicht hier richtig? Okay, hier kommt man nicht durch. Hier, hinter dir. Da. So. Mit Z war das, ne? Dankeschön, du bist ein Engel. Lieber, steck mich jetzt hier, ihr findet mich nie wieder. Warte mal, ja. Ach du. Dann haben wir beide 16 Schuss. Ja, das ist gut. Wahrscheinlich knallt sie dich zum Dank noch ab. Ja. Es wäre ihr wahrscheinlich zuzutrauen, tatsächlich, ja. Irgendwie komme ich hier nicht mehr raus. Ah, jetzt. Ich dachte gerade. Ich bin ein Gepäckstück. Ja. Man kann ja Taschenlampe anmachen. Mit F. F. Ich dachte gerade, der wäre blöd, aber war keins. Hey, Benny. Hey. Wir haben hier viel Spaß gemeinsam, nicht wahr? Das klingt sehr mysteriös. Juli ist auch noch dabei, das macht es noch viel interessanter. Uff. Ich will, dass ihr weggeht. Und vielseitiger. Da nee, ist Benny. Was? Hallo, gehen Juli. Sie weg? Okay. Hallo? Innocent, geh weg. Ja. Yeah. Sind die alle weg? Kann ich da jetzt wieder durch? Ja. Achso. Ich dachte, weil ich ganz weg bin. Nein. Hab dich gesehen, Enno? Brauchst gar nicht so zu tun. Ja, ich seh ihn auch. Ich seh ihn auch. Enno hängt gerade in engen Raum drinne.
Mhm, ich weiß, ich hab's gesehen. Wo nix ist, gar nicht. Hätte er dich angeschossen, hätte ich zurückgeschossen. Gut. Keine Angst. Enno backt ja auch so halt durch die Tür. Ja, da war gerade Dennis, glaube ich, weil er mir einen Jungen gegeben hat und Juli, weil sie ihn angeschossen hätte. Also, Enno macht die Tür auf. Kommt mir alle nicht zu nah. Ja. Enno hat sich hier irgendwie eingesperrt. Ich hock einfach nur davor. Das ist der Trick. Ach so, das, ja, das, Okay, das wird wieder weggemacht. Und ich will weg. Weg. Was war das? Ich weiß nicht, ich habe irgendwas gedrückt. Was hast du gedrückt, Charlie? Ich hab Charlie! Gedrückt. Charlie! Ja? Nein, das finde ich gut. Ich glaube, da ist irgendein. Was hast du da gedrückt? Weiß nicht. Egal. Ah, ich hab's wieder weggemacht. Irgendwer hat mir in dem Raum eine Luke nach unten geöffnet, irgendwie. okay, Charlie. Okay. Das können wir alle machen. Das können wir alle. Nein, hier, da, komm hierher. Das kannst du hier machen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, Dennis, da, drück da drauf. Dennis? Ja? Da, kannst du drauf drücken. Okay. Und dann ist hier die Luke auf. Oder auch nicht. Ah! Charlie? Hi. Charlie? Du hast meinen super geheimen Charlie? Raum infiltriert. Charlie ist. Ich hab die Tür geöffnet. Wow! Fuck! Da hat irgendwer die Tür rausgesprengt. Oh, ich wäre fast rausgeflogen. Okay, ich habe so einen kleinen Verdacht, wer wohl die Traitor sein könnten. Ja, also ich lebe noch bin ich nicht tot. Ach, du lebst? Ja, ich lebe noch. Dann ist. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass du Traitor bist. Nee, bin ich auch nicht. Also ich bin. Technisch gesehen bin ich bald tot. Nur hänge ich hier zusammen mit der Mikrowelle und ist der Grund, warum ich noch nicht gestorben bin. Gut, also. Ich habe mich reingebackt. Wo bist du? Ich werde dich beschützen. Wie sieht dein Verdacht denn genau aus, Judy? Mein Verdacht lautet. Ehrlich gesagt, geh weg, bitte. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Ah, den kann ich auch nicht leiden. Nein, mein Verdacht war, ehrlich gesagt, Ben und Enno. Also den hatte ich auch. Benno. Den gleichen? Ja. Ja, dann wenn wir beide das denken, dann kann da ja was dran sein. Ja. Dennis, geh weg, ich bin Traitor, ich werde dich gleich töten, ne? Da! Nicht weg, da, Hilfe! Hä, wo ist denn die Mikrowelle? Ich such dich die ganze Zeit. Kann er euch sogar noch teilweise sehen? Das Flugzeug ist so halb auf. Aber, ich kann die Namen nicht sehen. Hallo? Wer steht da gerade so mit zwei Sesseln und ein paar Dings und jetzt geht er wieder in den Raum durch die ganzen anderen kleinen Dinger? Oh, bist du? Hey, Charlie, wo bist du? Ich hab Benny getötet. Hallo, Juli. War er Traitor? Weiß ich nicht, das kann ich nicht gucken. Aber wie, du siehst mich? Hau ab! Benny war Traitor! Ja, wir hatten recht! Mit einem. Ja, muss Benny auch hat sich genau da reingebackt, wo ich bin, und dann habe ich ihn getötet. Bist du jetzt frei? Nö, ich hänge ja immer noch, das heißt, die Traitor können gar nicht gewinnen. Doch, die können dich trotzdem töten. Nee, kommen wir ja nicht ran. Wir müssen die auch hier rausspringen. Wo bist denn du? Ah, bist du aus der offenen Tür heraus, oder was? Ja, genau, da bin ich rausgefallen. Ah, dann gibt's einfach eine Stelle, wo man einfach. Ja, okay, die Traitor von Spaggy. Ja, die Mikrowelle hängt halt, hier, ne? Das ist das. Warte, wer lebt jetzt überhaupt noch? Dennis? Ja, ich lebe noch. Benny ist nämlich auch da rausgefallen und stand genau vor mir und dann habe ich einfach mal so Headshot gegeben. Okay, so viel zum Thema von wegen, ich bin nie angespannt, ich bin gerade mega angespannt. Und die Stalker hier die ganze Zeit, Juli. Haust du jetzt mal ab, ey! Ich bin so halb. Wieso halb? Ich sehe dich manchmal auch nicht mehr. Geil, dann bin ich entkommen. Leute? Okay, jetzt nicht mehr. Bist du weggelaufen? Ja, natürlich. Benny wird voll von der Mikrowelle vergewaltigt. Oh ja, du geile Mikrowelle. Von der Mikrowelle, das ist... Ich will gar nicht wissen, wie das gehen würde, wenn man von der Mikrowelle vergewaltigt wird, wenn ich ehrlich bin. Genau. Ach, hier ist... Übrigens, ne, da ist jemand gerade im Aufzug. Alter, er schreckt mich doch nicht so. Das ist auch, man sieht so gar nichts, aber der Aufzug fährt dann noch so lang ins Nix. Enno? Ich bin sehr schießlustig gerade, Dennis. Mhm. Abstand, Freundchen, Abstand. Enno!
Ja, war doch klar. War das für euch echt immer noch nicht klar? Ey, ist es nicht. Anscheinend nicht. Also. Was? Was? Hm? Enno war kein Traitor? Nein. Sind alle död, außer du. Und da er dich nicht töten kann, würde ich sagen, die Runde ist sowieso in 25 Sekunden vorbei. Ja, kann auch rausspringen und versuchen, sie zu töten. Ja, aber ich denke, Charlie ist schneller, weil sie hat einen festen Stand. Ja, echt, du wärst erstmal fallen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Dennis es ist. Oder er schmeißt irgendwas raus, das explodieren kann, oder versucht irgendwas anderes. Er zündet eine Bombe. In 2 Sekunden wird das wohl nix. Geil, man sieht sogar durchs Fenster. Oh. Tada! Kann euch beklappen schon die ganze Zeit. Jetzt will ich mal ganz kurz noch ausprobieren. Was willst du denn? Ach, du willst das Ding da weg. Das schaffe ich wahrscheinlich auch nicht. Schade. Schade. Wer hat Charlie das so schön aktiviert und ich habe die Tür weggeschmissen? Das hat doch alles irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dennis, wäre sie da gestorben? Ich hab dir vertraut, du Arsch. Ja, ich auch. Und dann hat er mich abgeknallt. Nein, nein! Das war aber auch nur, weil Enno mir permanent hinterhergelaufen ist irgendwie. Das ist ein harter Kampf ohne die Shotgun immer. Das geht eigentlich voll auf den Mann. Das ist schlimmer als bei der Feeling Map. Weil bei der Feeling Map gibt es eine andere Waffe. Hier gibt es ja eine Shotgun und Rifle irgendwie. Ja, stimmt. Und Rifle ist echt und nicht Mac gut. Die sind alle scheiße. Hier liegt noch eine Shotgun. Ja, die sind alle scheiße, ja. Mac-10. Also eine Shotgun liegt hier noch. Ich war geschockt. Ich dachte wirklich, Dennis wäre unschuldig. Ja, dachte ich auch. Das hat mich auch geschockt. Und dann knallt er mich einfach ab und dann dachte ich so, what? Boah, wärst du aus diesem, wäre diese scheiß Mikrowelle nicht, finde ich, so verbuggt gewesen, ne? Dann hätte ich auch Benny nicht getötet. Also, aber Benny wäre dann auch so. Wäre sie nicht so verbuggt gewesen, hätte ich mir auch mehr Mühe gegeben beim Dennis töten. Aber so war mir irgendwie klar. Oh. Charlie überlebt sowieso. Doch noch ruhig. Hallo, lass mich mal raus jetzt. Ja, du hast mich hier festgebracht. Nein, das war's. Gar nicht du. Wahr. Was geht noch? Der Bohrer. Was macht ihr denn da? Und der und die Gaskanister. Was ist das? Was ist das die automatische Dingens? Nein, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es ist. Ich habe das schon mal versucht zusammenzusetzen, aber das schafft man immer nicht. Da müssen irgendwie alle zusammenarbeiten. Wenn einen der Traitor killt, dann ist doof. Okay, ich bin zwar kein Traitor, aber ich kann ja mal mit Suchen helfen. Was sucht ihr? Ich weiß noch nicht, was genau ich suchen soll. Irgendwas, was aussieht wie so ein riesiger Bohrer. Und so eine rote Gasflasche. Okay. Mach mal auf. Hast du dich da eingesperrt? Mach mal auf. Ist sie im Kühlraum? Danke. Ja, sie hat sich im Kühlraum eingesperrt. Ah ja, nicht in den Kühlraum gehen, da kommst du nicht mehr raus. Das weiß ich jetzt auch. Oh. Du armes Tüftüftü. Ja doch, irgendwie geht das aber auch. Ja, oben gibt's irgendwie so einen Schacht, aber da kommst du alleine nicht hin. Hm. Du kannst auch nicht in die Hand nehmen. Was ich mich gerade frage, um diese Teile zu finden, braucht man vielleicht dafür irgendwelche Räume oder so, in die eigentlich sonst nur der Traitor reingehen kann? Hier gibt's keine Traitor-Räume. Das ist eine gute Frage. Es gibt Luken, die nur der Traitor öffnen kann. Das stimmt. Also die Luke, die, glaube ich, vorhin unter mir aufgegangen ist, ich glaube, die war schon was, was nur der Traitor öffnen konnte. Ja, in deinem kleinen Geheimkapuff da, ne? Genau. Ja, ich denke, das war wirklich eine Traitor-Falle. Aber Enno, sag mal, hattest du das denn gesehen, die ich da gesetzt habe in der letzten Runde? Was? Hast du die Slam gesehen, die ich da gesetzt hatte? Nö. Ist das hier was? Ich hatte versucht, dich da so beim Umkreisen da so reinzulocken, dass du noch rückwärts reinläufst. Was genau sucht ihr jetzt? Ey, wer Charlie, ist da? Charlie. Ja? Komm mal zurück. Ist das was? Das ist mal hier. Etwas, so eine Blaupause quasi. Irgendwie geht das gerade nicht auf. Okay. Okay. Was ist das? Ich hab's verloren. Nein. Das Interessante ist, das gibt's auch noch woanders. Nee, ich ach, diese Waffen. Ja, ich dachte auch, das sind Waffen. Das ist irgendwie so ein Bohrer oder so. Keine Ahnung, was die machen. Ich dachte, das ist eine automatische Schusswaffe, wenn ich ehrlich bin. Das sieht aus wie eine automatische Schusswaffe. Siehst du dieses Rohr, das da lang geht? Ja, deswegen will ich das auch nicht unbedingt zusammenbauen eigentlich. Also ich denke eher, dass das ein Bohrer ist. Den kann man nämlich auch vorne beim Cockpit hinsetzen. Und da zeigt er auch zur geschlossenen Tür. Hier, ist das genau was? Dem,
Genau, genau, den brauchen wir. Eigentlich deutlich eine Schusswaffe. Ja, das sieht Leben für mich aber auch danach aus. Ja, aber warum sollte sie eine Schusswaffe... Das ist wahrscheinlich etwas, was die Traitor... So mitten in den Raum, das ist auch wieder so. Warte. Okay. Kann ich auch mal hin? Fehlen da noch ein, zwei Teile fehlen dann noch. Genau, zwei. Einmal der große Bohrer an sich und die Gasflasche. Keine Ahnung. Ich bin also mir nicht sicher, aber ich glaube, das andere Ding habe ich auch schon gesucht, gesehen gehabt. Könnte es das sein? Vielleicht. Ja, ich glaube schon. Gut. Ich glaube nämlich auch. Was fehlt jetzt noch? Die rote Flasche. Ja, es fehlt nur noch die rote Flasche. Juli ist ein Genie. Nein, Quatsch. Ich bin nur gut in Sachen finden. Jetzt mit dem Telefon. Nö. Oh, ich habe noch, so einen Fuß davon gefunden. Okay. Okay. Ja, es gibt ja noch so einen zweiten Ort, wo man so ein Teil zusammenbauen kann. Oh, fuck. Mhm. Aber eigentlich ist es schon schlimm genug. Ach, hier, ne? Ja, vorne beim schon schlimm beim genug. Cockpit. Also gehst du auch davon aus, dass das eine Waffe ist? Kann das ist? Sein, dass vorne beim ein anderes Ding hin muss? Wow, jetzt habe ich achtmal Ding gesagt. Das ist das Gleiche. Weil hier hängt nämlich auch noch was. Kann ich nicht mehr ran. Okay, hier ist ein Raum, in den ich nicht reinkomme. Hier, die Fahrerkabine. Ja, da kommen wir aber auch. Ich hab die gefunden. Ach, sie? Ja, echt? Da ist sie. Nice. Dafür müssen einen höher enden, oder? Ja. Bin ich richtig? Ups. Also, Fahrstuhl? Ja. Ich bin richtig. Fahrstuhl? Treffst du den Fahrstuhl? Ich darf aber das Ding schießen auf einen. Das werden wir gleich sehen. Ich habe ehrlich gesagt, aber es wäre ein bisschen aufwendig, als Traitor hier rumzulaufen, oder? Eben. Na, weiß man nicht. Zuzutrauen ist euch alles. Ah, das Ding ist gar nicht rot. Warte. Jetzt? Ich habe eben gerade noch ein Teil gehabt, was. Vielleicht müssen wir tatsächlich das auf der anderen Seite auch noch zusammenbauen. Nee, er hat noch ein Teil zurückgelassen, denke ich. Nee, ich hab's irgendwie verloren. Stimmt, da ist noch ein Flugfilm von irgendwas. Irgendwas brauchen wir da immer noch. Nee, das haben wir aber nicht. Oder doch? Da sieht man nichts. Achso, ich sehe noch nichts, okay. Das ist ein komisches, rundes Ding, oder? Verdammt, wo ist denn das hingeflogen? Hätte das gerade die ganze Zeit irgendwo rumgeschleppt. Meinst du das, was du hattest? Ja. Ach ja, ich hab's. Was ist? Oh, Leute. Warte. Meiner bitte. Da fehlt noch was. Munition. Hallo, kann vorne. Das sein, dass Munition fehlt? Nee, vorne fehlt noch so ein komisches Ding. So rund. Der fehlt vorne auf jeden Fall noch. So rund? Ja, also eine runde Platte mit einem rechteckigen Metallstück drauf. Ja, eine Minute nur noch. Niemals. Eben, das ist sauschwer, das zu finden. Und ich habe Sorge, dass das andere Teil damit vielleicht irgendwie in Verbindung steht und wir irgendwie beide finden und aktivieren müssen. Da glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das nee, das glaube ich. Ich glaube, man kann nur einen von beiden zusammenbauen. Genau, ja, es kann nur einer von beiden schon getötet. Eine Waffe werden. Ja, nee, ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich eine Waffe ist und dass man sich dann entscheiden muss, ob man die vorne nimmt oder die. Ja, meine ich ja. Ja, aber was für eine Art Waffe? Eine automatische Schussdingensvorrichtung. Oh Gott. Warte, mach ich hier oben nicht noch ein. Schade. Ehrlich? Arsch. So, wer ist jetzt alles tot? Ja, in den paar Sekunden haben wir es ja eh nicht mehr gefunden. Ich glaube, ich habe die zweite Dingens. Schade. Das war aber, ich war auch hart verletzt, also so ist es nicht.
Are you, nee. Nee, Charlie. Nein. Hast du vorhin, warst du vorhin irgendwie weiter weg vom Mikrofon oder so? Nein, geh doch mal weg. Wer? Charlie, du. Ich? Nö. Wieso? Klang gerade ein bisschen so, dass du irgendwie ein bisschen leiser warst. Vielleicht. Ach, Arschloch. Fang wieder an zu schreien. Hey, ich verdient. Ich habe auch nur 8. Hast du gar nicht, du hast sie gerade aufgehoben. Ja, ich habe 8. Zum Nachladen. Ja. Ja, ich habe 8 zum Nachladen. Und 8 in der Waffe. Ja. Ja, also, ich habe nur 8. Verdient. Was? Wegen dir sind wir erste Runde draufgegangen. Ja, ich gebe dir Hardcore die Schuld. Ja, klar. Ohne mich hätten wir es geschafft, das hinzubekommen, ne? Ja. Mhm. So. Genug des Rumgesuches. Na, wer hat sich da wieder eingespielt? Spielen wir jetzt wieder normal weiter? Ja, ich denke schon. Ah, ich habe irgendwas gefunden. Das war das Stichwort, oder? Ich denke. Okay, dann nicht. Was hast du gefunden? Da waren irgendwie voll viele Dinge. Ja, aber das war das Kleine, was uns eben noch fehlte. Was? Oh, ich habe bei Innocence also ein... Fuck, ihr beide seid Trader. Oh, hey, Charlie. Was? Wer ist Trader, hä? Auf geht's. Ich habe bis jetzt noch nicht mal eine Waffe oder so gekauft. Können wir mal ganz kurz warten? Ja, das kommt, weil Ben unsere Arbeit erledigt. So. Tada. Das ist gut. Okay, ich habe gerade eine Waffe. Naja gut, er hat nur Enno umgebracht. Oh, verdammt. Ich war mir so sicher, dass Juli es war. Ich hab gedacht, er erstmal eine Leiche gefunden. Ich hab unten Dennis gesehen, dass er tot war. Ja, aber ich töte dich nicht. Ich hab gedacht, okay, dann musst du es sein, weil du der Nächste da bist. Ich war's. Ja, und ich bin da hingelaufen, weil ich wusste, dass Juli gerade von der Richtung kam. Ah, du geh doch mal weg da. Das ist die huge die Scheiße. Oh. Ah. Was? Die hübsche nicht. Die ist episch. So episch. Nein. Dieses Flugzeug ist... Au. Au. I'm innocent. Oh, das war schon auf. Oh, ich hab schon einen Teil. Ach, suchen wir jetzt wieder weiter oder nicht? Nö. Nö, aber ich hab einen Teil gefunden. Oh. Verwehr mich nicht, Benny. Es geht so nicht. Schäm dich. Verwehr. Wer? Ich bin auch mega verwirrt. Die ersten Schüsse sind schon gefallen. Ja. Echt? Meine ist eine Explosion. Ja, Incendiary. Bin ich geworfen. Dann ist es halt eine Explosion, ist ja egal. Ah, da liegt der Tank. Gut zu wissen. Wo hast du ihn gefunden? Oder spawnt das random? Bei den Kabinen hinten. Dann spawnt's random. Bei mir war vorhin oben in so ein Dings. Bitte töte mich nicht. Gerade nicht. Wo hast du ihn gesehen? Mittig. Warte. Hier. Verdammt, jetzt bin ich hier. Hä? In der ersten Kabine. Achso, hier in der Kabine. Ich dachte, da hinten, wo du gerade standest. Ah, da hinten steht auch noch ein anderes Teil. Dieses... Dinge, komische Teil da hinten. Die leuchten. Ah, das war Dennis. Ne? Ja, ich glaube, das soll aber auch so. Da, Also, da kommst du übrigens nicht lang. Enno ist immer noch in meiner Nähe. Für den Fall der Fälle. Ja, ja gut, dann drehe ich halt wieder um. Oh. Ich versuche dir Hardcore. Was kann ich dafür? Hardcore auszuweichen. Ich will leben. Leben. Benny? Ja. Gut. Wo redest du in letzter Zeit so wenig? Weiß nicht. Dennis? Ja. Okay. Dann sind alle noch am Leben. Wo redest du in letzter Zeit so wenig, Dennis? Nein. Ja, ich bin hier oben. Dennis, oder? Rede jetzt so wenig? Interessant. Nein, Quatsch, das war jetzt einfach nur. Das musste sein. Musste sein. Musste sein. Wenn das so ist. Hallo, Enno. Hallo, Dennis. Hier weiß man auch nie so richtig, wo man mit sich hin soll. Nee, es ist irgendwie. Also, es ist schon mal nicht ganz so unübersichtlich wie die letzte Map, aber.
Und ich finde, man fühlt sich überall irgendwie so, als könnte man jederzeit erschossen werden. Ja, Dennis ist so eng. Dennis ist. Okay, Dennis ist einer der Traitor. Shadi, hast du überlebt? Nope, Shadi ist tot. Ja, sie redet nicht, das könnte ein Jahr gewesen sein, ne? Ja, keine Ahnung. Geistiges Jahr. Okay, Dennis und Shadi ist raus. Dennis? Ich rede wahrscheinlich nur nicht. Ja, wahrscheinlich. Shadi klang sehr... Der kämpft, wo kämpft er? Wir zwei hier gerade. Täuscht sie vor. Er ist, glaube ich, in der Luke nach unten gegangen. Es ist unter uns. Hat er sich gerade teleportiert? Kann man sich hier porten? Kann auch sein. Nicht, dass ich wüsste. Oh, es ist sorry. Aber oh, ich dachte gerade. Da ist doch Dennis. Dennis war's. Okay, Enno. Ja? Ja, du bist der zweite Traitor. Nein. Doch, bist du. Nee, das ist, Doch, bist du. Dennis ist tot und Ben hat ihn erschossen, also bist du der zweite Traitor. Oh, welche Blume fliegt denn hier rum? Und versperrt mir den Weg. Charlie Benno. Ist es. Ganz bestimmt. Da ist sie gerade dran gelaufen. Ja. Ja, komm, als ob. Das glaubt dir doch keiner. Hallo, Fake-Leichen? Schon mal von gehört? Und warum genau sollte Dennis dann auf Charlie schießen, wenn die Kollegen sind? Wiederbelebt? Ja, nein. Wo bist denn du jetzt? Komm, Enolein. Du wirst doch wohl nicht campen. Nö, campen ist einfach nicht mein Stil. Stil? Was? Nein. Alle war oben der Aufzug offen. Oh nein! Er hat mich gefreezed, ich bin tot. Oh. Ach, da reicht ein einzelner normaler Schuss ja aus. Ah. Gar nicht wahr. Epo, als du an Dennis vorbeigerannt bist oder als du da lang gelaufen bist und meine Leiche gesehen hat, hat Dennis sich in so eine Schildkröte. Das war so gut. Ja! Ich wusste nicht, dass das geht. Ich hab nur gesehen, wie er zu einer Schildkröte geworden ist, aber ich wusste nicht, dass das irgendwie... Ist das sowas wie die Tonne? Nein, das ist der Prop-Disguiser. Den Prop-Disguiser, den kannst du auf alles Mögliche einstellen, was es gibt. Alles, was du so mit dir rumschleppen kannst, kannst du damit machen. Ja, okay, das wusste ich nicht, sonst hätte ich dich abgeknallt. Ich hab's auch noch gesehen und ich dachte, was ist das? Und dann denke ich so, hä, hat er sich geportet oder was? Waren hier nicht genügend Shotguns? Das war gut, ey. Aber ich konnte mich da leider nicht mehr bewegen, sonst wäre es euch nicht so einfach gewesen, mich zu erschießen. Ich dachte da nur so, wow, ey, was? Ja, ich wusste das auch nicht. Ich meine, ich habe gesehen, dass da eine Schildkröte lag, aber ich konnte mir da keinen Reim drauf machen. Und das Ding ist, ich verwandle mich, ich lieg da auf dem Boden und dann sehe ich, Juli. Danke, Juli. Fuck. So, also der erste Trailer ist schon mal weg. Wow. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann versteck sie, Dennis. Oh, ich hab eine gute Idee, wo man sie verstecken kann. Oder wo man sie hintun kann. Bei E oder wo? Oder beim anderen Ding. Ja? Warum ist einfach direkt neben mir einfach mal ein Fernseher von der Wand gefallen, liegt kaputt neben mir? Nein. Ist hier auch nicht passiert. Okay, kann mich mal bitte einer unten aus dem Gefrierteil holen? Aus dem Kühlding?
Ich bin verwirrt. Da lag vorhin kaputter. Dankeschön. So. Charles. Ja? Ich bin heute irgendwie gerade ein bisschen. Nee, Juli. So, Juli. Benni, warum läufst du da lang? Was hast du gemacht? Warum egal, nicht? Du bist tot. Weg da. Raus. Benni, weg da. Okay. Lass ich doch. Das Problem ist. Ja, ich weiß schon. Um Juli wieder zu beleben, muss man in den Raum gehen und dann selber gefangen. Da kann ich rein. Aber war deswegen habe ich sie ja so weit hinten reingesteckt. Mir hat gerade irgendwie eine Leiche von ihr irgendwo hier rumgeschwebt. Ja, das ist ein Bug teilweise. Das klang gerade irgendwie. Kannst du aber auch nicht wiederbeleben oder so. Da sah ich auch gerade Julis Leiche irgendwo rum. Das hatte ich aber auch schon mal mit anderen Leichen, aber die kannst du auch nicht wiederbeleben oder so. Die sind dann halt einfach nur da. Ups. Ach so. Das hatte ich auch mal, als ich selber Trader war. Und da hatte ich mal so die Sorge, finde ich jetzt, weil ich den Skin hier sehe, die wahre Leiche nicht, die Angst hatte. Ja, hatte ich auch, aber anscheinend geht das ja. Jetzt habe ich auch nie die wahre Leiche danach gesehen. Juli hat es gerade erst bewiesen, dass es geht. Ben, was hast du gegen die Mikrowelle? Ja, damit man sich vielleicht draußen wieder verbuggt. Falls er das aufmacht. Okay. Well, falls ich rausfliege. Was ich noch nicht getan habe, außer einmal. Ich laufe ein bisschen durch die Gegend. Ich bin direkt vor dir, Charlie. Ah, da bist du. Hier ist dieser Eisraum, oder? Ja, da ist er. Ich habe Juli gefunden. Ich habe ehrlich gesagt zu viel Schiss, um in den Eisraum zu gehen. Ja, was meinst du, warum ich da reingesteckt habe? Ja, guter Punkt, mein Freund. Guter Punkt. Verdammt. Nee. Aber ich spiele doch so gern mit Leichen rum. Ja, dann bring halt irgendjemand anders um mich und dann. Warte, was? Mit dieser Leiche. Du bist gut, Dennis. Ich mag deine. Ja, genau, deine Art zu denken. Nein, geht nicht. Aber du kannst dich selber umbringen, dann können wir mit deiner Leiche spielen. Das ist auch ein Argument. Muss ich mal drüber nachdenken. Nee. Julis Waffe hatte volle Munition, sag das doch. Was ich meine. Irgendjemand erschießt dir wen. Wer ist tot? Ja, keiner. Wer hat drum geschossen? Das müsste dann, wenn du es nicht warst, müsste es Enno gewesen sein. Wenn er gerade hier bei mir war. Schieß so viel ich will. So. Aber ich bin Angst, dass es Dennis ist, weil er mich verfolgt. Dennis hat Juli erschossen und die Leiche versteckt. Ja, gut. Also Dennis ist. Das wäre ein bisschen Damage. Der Letzte, bei dem du dir Gedanken machen musst. Das Problem ist, ich habe auch die Befürchtung, dass es Benny ist, weil der hier gerade wieder die Bohrerteile zusammensucht und das komplett beruhigt macht, ohne erschossen zu werden. Und es suggeriert das so ein bisschen. Ich bin einfach nur naiv. Ja, gut, das ist ein Argument. Ja. Irgendwas hat. Der habe ich auch gerade gehört. Dieses Gary Smut-Ding. Dieses Gary Enno! Enno ist es! Nein! Das war so gut! Schau mal, ich mal nach, ob die noch das da ist. Das war echt gut. Fällt Enno da gerade runter. Also halt bei mir oben. Und ich häng da, wie will er da denn wieder rauskommen? Aber die Idee war echt gut. Schön. Das war nice. Ja, Enno, Folge beenden, ne? Ja, okay, dann würde ich mal sagen, das war's dann von dieser Folge. Die ein sehr, sehr spannendes Ende hatte. Mein Wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.